Auf dem Gipfel, nach 21 Kurven, auf 1800 Metern Höhe, L'Alpe d'Huez wurde in den letzten 60 Jahren zu einer Legende der Tour de France. Lange war es kein triumphales Gebiet für die Franzosen. Bernard Hinault war eine seltene Ausnahme. Nach dem gemeinsamen Meisterstück mit Greg LeMond. Als Teamkollegen fuhren beide 1986 fast Hand in Hand über die Ziellinie. Il est content, le père Bernard. Il est content. Ah non, ce sera premier Hinault, deuxième LeMond. Und dann volles Haus bei den letzten drei Zielankünften in Alpe d'Huez 2011. Kurz vor dem Teufelslappen konnte Pierre Roland Alberto Contador abschütteln. 2013, die bisher einzige Doppelbesteigung des magischen Bergs. Christophe Riblon kämpfte sich zurück, holte den Amerikaner Van Garderen ein, bevor er ihn abhängte. Il est parti pour un exploit parce que gagner l'Alpe d'Huez, c'est un exploit. Zwei Jahre später, Thibaut Pinot flog an die Spitze des Rennens, als noch 9 Kilometer zu gehen waren und wurde nicht mehr eingeholt. Für jeden Franzosen wäre der Sieg in Alpe d'Huez das Größte. Die 21 Kurven des berühmten Anstiegs sind nicht länger ein verdammtes Terrain für die Franzosen.